Ich bin seinerzeit als Jugendlicher, also habe ich mich mit der Politik überhaupt nicht befasst gehabt. Und dadurch und daheim bei uns auch nicht. Der Vater hatte ja eine ganz andere Partei, der war Zentrum, soweit mir bekannt war. Und die anderen Onkels, wo ich hatte, Verwandte, die waren alle mehr SPD, weil es eine Arbeitergegend war. Und naja, Unruhe war da schon stark vorhanden, nachdem der Hitler gekommen ist. 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Haben Sie vorher schon geahnt, dass sowas passieren könnte? Ja. Denn wir waren von Schweinfurt, ich bin 37 Schweinfurt eingezogen worden, im Herbst 37. Und im März 38 wurden wir nachts plötzlich Alarm, hieß es, raus und verladen, in Schweinfurt verladen, auf den Zug verladen. Die Panzer mussten ja alle, konnten nicht lange Landmärsche fahren und wurden nach Süden transportiert. Ja, also wenn wir ins Tageslicht haben wir losgefahren. Ach, dachten wir, waren der Meinung, es ist irgendeine Übung. Ne? Und wir sind dann bei Passau ausgeladen worden, also nachts wieder an den folgenden Tag in Passau angekommen. Und früh morgens hieß, unser Kommunistchef, wo wir angetreten waren, die Worte, die uns alle gerührt haben, waren wir recht ein bisschen schockiert gewesen, Kameraden. Das war ja, das Wort Kameraden ist ja von den Vorgesetzten nicht gefallen gewesen. Er sagte, Kameraden, beim Morgengrauen werden wir die österreichische Grenze überschreiten. Sollte Widerstand geleistet werden, so muss Scharfzeug geschossen werden. Es war für uns ein Gefühl gewesen, ich war seinerzeit den Panzer gefahren, sonst hat man zum Übungsschießen immer 5 Patronen bekommen, also 5 Geschosse bekommen. Und jetzt waren tausende von Schuss Munition. Diesen Panzer, was ich gefahren habe, das war ein Panzer 1. Der hat nur MGs drin gehabt und wir hatten ja, im Panzer konnten keine Gurte verwendet werden, das waren Magazine gewesen. Meine Gurte, wenn ich gedreht hätte, hätte ich verfangen. Kurze Magazine und jetzt war der ganze Panzer, tausende von Schuss Munition hat man drin gehabt. Aber Gott sei Dank, als wir Morgengrauen die Grenze überschritten hatten in Österreich, war Jubel und Begrüßung ganz groß. Also die Österreicher haben uns ja begrüßt, also ist ja unser Führer, ne, und so weiter. Da hat es immer geheißen, unser Führer. Ne. Also ich habe schon gedacht, naja gut, das war jetzt 38 der Das war Anschluss, ja. 38, ja, und dann sind wir ja runter nach Wien. Wir waren erst in Wien gelegen, im 24. Bezirk, Gumbelskirchen, dann etwas mehr nach Wiener Neustadt. Von dort aus haben wir noch die ersten Sachen bemerkt, denn wir wurden immer wieder verladen und rauf in die Wachau. Das Gebiet Wachau an der Donau und an der tschechischen Grenze. Unmittelbar an der tschechischen Grenze waren wir 2 oder 3 Mal dorthin gefahren, also Truppenverlegung und die Gegend kennengelernt. Und dort ist auch noch diese Einmarsch in die Tschechei, Sudetenland von Süden aus nach Znaim, wo die Tschechen hatten ja Bunker dort hier errichtet gehabt. Der Grund, ja, es könnte Krieg geben, ja, durch den Westwaldbau. Maschinenlinie und so weiter. Da hat man schon gedacht, es gibt Krieg.